Hi, ich bin der Björn von Showy DJ und ich habe heute den Paar mitgebracht mit unserem neuen DMX RT4. Pan, was kann der DMX RT4 oder was ist das überhaupt? Hi Björn, ich habe heute mitgebracht den DMX RT4. Das ist unser neuer DMX-Recorder mit Triggerfunktion. Das heißt, wir können dort über unser Lichtpult die eingestellten Werte speichern und automatisiert abrufen. Frage dazu, gibt es da eine Begrenzung von DMX-Universen oder funktioniert das nur für ein DMX-Universum? Das funktioniert für ein DMX-Universum. Okay, perfekt. Also das heißt, ich kann meine Show vorher an einem Pult programmieren, speichere sie ab und kann sie triggern. Was bedeutet denn genau triggern? Du hast an der Rückseite die sogenannten Phoenix-Konnektoren. Da kannst du Schalter anbringen, die dann quasi an-ausmachen und die Show ablaufen. Okay, funktioniert sowas auch in der Lichtschranke oder auch ein großer Buzzer wahrscheinlich, der dementsprechend dann darauf gelegt werden Richtig. Kann. Du kannst die Trigger verschieden einstellen, welche Prioritäten sie haben, wann sie wie ausgelöst werden. Dazu gehören Lichtschranken, Buzzer, Ein-Ausschalter. Okay, perfekt. Hat man da bestimmtes Zeitlimit, was man da drauf speichern kann? Du hast eine bestimmte Anzahl von Shows, die du hinterlegen kannst. Das heißt, du bist sozusagen zwar auf dieses eine Universum beschränkt, weil du nur einen DMX-Ausgang hast, aber du hast verschiedene Shows, die du abspeichern kannst. Ja. Und den Shows kannst du verschiedene Einstellmöglichkeiten geben, wie du sie aufnimmst, direkt bei dem DMX-Signal oder manuell. Mhm. Und kannst dann die Shows automatisch abfeuern. Okay, perfekt. Das hört sich schon mal sehr gut an. Das funktioniert auch mit allen Produkten, nicht nur mit Showy DJ-Produkten, das ist richtig? Richtig. Perfekt. Und eine andere Frage noch, kann man Events dementsprechend damit auch machen? Das heißt, ich sage, am 1.1. um 0 Uhr, Punkt 0 Uhr geht die und die Lichtshow automatisch an? Das funktioniert. Du kannst sozusagen über den Strom-Ein-Ausschalter kannst du sagen, ob die Show automatisch starten soll oder nicht. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier auch einen USB-Anschluss, USB-C, um alle Shows direkt auf dem Rechner zu speichern. Und wir haben sogar einen Klinkenausgang, um Audiodateien abzuspielen. Das heißt, wir können WAV- oder MP3-Dateien direkt auf dem Gerät speichern, über den PC und die Dateien mit abspielen. Perfekt. Also es ist halt wirklich ein Allrounder, dass man sehr schnell, ganz einfach zum Beispiel eine kleine Lichtshow mit Musik programmieren kann am Pult und dann das Ganze einfach mit einem Trigger abfeuern kann. Richtig. Du gehst in einen Raum, in einem Freizeitpark. Dort wird immer wieder das gleiche Licht abgespielt und immer der gleiche Song. Du kannst in dem Gerät einfach auf Loop stellen, einmal den Song und einmal auch die Show. Das heißt, sagen wir einen Tunnel, wo immer alle durchgehen müssen und sich alles wiederholen soll. Oder du kannst dem Gerät auch sagen, dass es nur einmal abspielt. Zum Beispiel in einem speziellen Raum, wo dann was passiert. Mhm. Was passiert denn, wenn wir vier Trigger angeschlossen haben? Der erste läuft jetzt zum Beispiel und auf dem letzten Trigger drückt jemand drauf. Also wir sind bis 1 bis 4 gekennzeichnet im Manual, in der Bedienungsanleitung. Und wenn du den ersten angeschaltet hast und du schaltest dann den vierten an, wird der erste überschrieben. Das ist die normale Einstellung. Aber du kannst individuell jedem Trigger die Prioritäten vergeben, was passieren soll, wenn ein anderer Trigger eingeschaltet wird. Gibt es denn da auch einen internen Speicher und wenn ja, wie groß ist der? Ja, wir haben in diesem Gerät einen internen Speicher von 32 GB verbaut. Wie gesagt, man kann ihn an den PC anschließen und man kann alle Showfiles sichern, man kann die Audiodateien sichern und man hat ausreichend Platz für alle seine Shows. Vielen Dank, dass ihr jetzt zugehört habt bei der Präsentation vom DMX RT4 von Showy DJ und dir vielen Dank, Pan, dass du heute hier warst und uns das Ganze präsentiert hast. Vielen Dank, Björn, für die Einladung. Geht sehr gerne. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare oder geht zu einem Fachhändler um die Ecke. Wir danken euch vielmals.